herzlich willkommen zur Pescado-Folge. Marie-Louise. Marie-Louise ist sehr krank, aber sie hat sich trotzdem hierher geschleppt. Wir hoffen natürlich noch sehr auf hitzefrei. Unsere Außenreporter haben auf dem Schulfest viele Interviews geführt und es kamen ein paar lustige daraus. Nach jedem Video kamen hunderte von Zuschauernachrichten, die uns immer wieder gefragt haben, wo die Israel-Veranstaltung stattfindet. Nadja. Na, im Tasca natürlich, wo sonst? Ja, also, liebe Leute, wie ihr seht, bin ich heute alleine. Ole sitzt immer noch in der Ecke und heult, weil er keine Schnittchen gekriegt hat. Aber ja, ihr werdet gleich sehen, unsere Außenreporter waren wieder unterwegs am Schulfest, haben einige interessante Interviews geführt und ja, macht's ab! Okay, Bros, hier erstmal die Faust, ja? Also, ihr kennt das gerade TV? Ja! Ja, woher kennt ihr das? Habt ihr das geguckt irgendwie? Naja, bei Internet! Habt ihr euch gleich angemeldet, meint ihr? Na klar! Geile Aktion, okay, und ihr seid jetzt hier so ein bisschen Schulfest zu rocken? Ja! Wart ihr schon im Zelt, so ein bisschen feiern? Ja! Ein bisschen tanzen? Naja. Wollt ihr schon ein paar Mädels abgecheckt oder nicht? Ja! Ja, okay, hey. Was denn für Mädels abgecheckt? Welche Klasse bist du? Ja, 6. Und welche Klasse sind so die Mädels, die du cool findest? Also, die Mädchen mögen mich aus den Normen. Aus den Normen? Ich fände mich immer süß. Also, da ist erstmal die Pescado-Faust drauf, meine Damen und Herren. Ja, ein kleiner Checker. Hast du was so Bock auf Mädels? Ja, also unsere Klasse ist nicht. Ich will jetzt keinen beleidigen, also ich jetzt nicht, aber okay. Echt nicht. Aber hast du keinen Bock drauf so? Und dein Klasse? Naja, doch schon, aber. Ja, okay, hier kommt ein Ball, das war nicht geplant. Das kann schon mal passieren bei einer Live-Sendung, meine Damen und Herren. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Du bist nur nämlich Bruder? Nein, auch nicht. Doch, jetzt auf einmal, doch, okay, dann gibst du erstmal die Pescado-Faust zur Begrüßung. Alles klar, und du kennst Pescado-Faust? Gerade durch die Bauch schon mal fast von gehört, die Connections? Auch nicht. Ihr beide habt jetzt die Aufgabe, ihm zu erklären, was Pescado TV ist, wo ihr das findet, Your Connections. Naja, du Leute. Musst dich bei Your Connection anmelden und dann gibt es oben so ein Pescado TV und dann musst du draufgehen. So einfach, so leicht so ist das. Und dann kannst du dir alle Folgen anschauen. Ja, das ist News und. Okay, nur so ein kurzes Feedback, wie findet ihr Pescado TV? Die erste Folge war am besten. Ja. Die erste Folge war am besten. Weißt du, was hat das gerade voll Freunde ausgelacht? Alles klar, cool. Okay, dann verabschieden wir uns jetzt von diesem Interview und jetzt gehen wir ein bisschen weiter und gucken noch andere Leute an. Ja? Alles klar. Ciao. Kurz die Kamera winken, kriegt das hin? Ja. Ciao. Hallo, Herr Weizig. Hallo, Herr Schrager. Sind ja auch Schrager. Ja, hallo. Wir sind hier auf dem Schulfest. Wie gefällt es Ihnen? Erstmal. Super, super Wetter, super Stimmung. Ja, viele Leute auch. Ja, viele Leute. So viel wie ich habe ich schon gesehen hier. Also, ist eine tolle Stimmung. Gefällt es Ihnen mehr oder weniger als letztes Jahr? Waren Sie jetzt hier auf dem Schulfest? Aber wahrscheinlich immer da. Ja, ich auch. Die Zeit, die ich in der Schule bin, war ich immer da und es gefällt mir heute auch am besten. Ja. Herr Schrager, ich sehe gerade, Sie trinken ein einen pinken Drink mit pinken Fingernägeln. Ja. Wie ist denn der dazu gekommen und was ist das für ein Getränk? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Aber trinkt gut, es trinkt sich gut. Ja, und die pinken Fingernägel, das war eine Aktion hier der 10. Klassen, die halt eben ein paar Menschen halt die Fingernägel lackiert haben. Und ja, ich wollte den Kindern halt eben Spaß machen. So schnell kann es gehen, meine Damen und Herren. Ja, ein Drink und zack, pinke Fingernägel. Ja, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Spaß, Herr Wojcik und Senior Schrage. Ja, Senior Potthoff, ja. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Interview von Pescado TV. So. Okay, sag mal, läuft die Cam? Ja. Okay, die Cam läuft. Okay, Herr Nietzsche, erstmal fett Respekt an Sie. Sie sind Lehrer hier? Yes, man. Yes, man, sagen Sie. Erstes Schulfest? Erste School Party? Hammer, geil, Alter. Ich hab noch nie so was Geiles gesehen. Ich geh richtig drauf ab. Ja? Voll am Raven und. Am Raven, am Dancen, am so ein bisschen Shaken am so. Hippen, am Hoppen. Ich weiß ja nicht, am alles. Am alles? Am und Sie alles. Wissen, dass diese Serie Internet gestellt wird? Ja, klar, Mann. Deswegen bin ich auch dabei, ey. Okay, safe, Bro. Ich würde sagen, safe, Bro. Safe? Wir können erstmal das Sunglass aufsetzen, würde ich sagen. Okay. Chill Party Base, wie es die Jugend heute sagt.
Und Sie, waren Sie jetzt vorher an anderen Schulen schon irgendwie so? Ja, Mann, aber an Kinder so hinten, ey. Ich war im Auslandseinsatz gemacht in Nordrhein-Westfalen, wisst ihr? Okay. Aber ich an so einer Schule, die war bei Weitem nicht so cool. Die hatten noch nicht so ein cooles Schulfest, nicht so coole andere Lehrer und bei Weitem so coole Schüler. Ich schon die Sonnenbrille sehe. Okay, da fällt mir gerade bei, mein Mann. Also Sie meinen, dieses Schulfest hat voll die Show und keine andere Schule hat diesen Flow. Ja, dann, damit, da ist man Parkstein? Sozusagen aufs Beste aller Feste auf der Gästeliste eingetragen. Wow, gee damn. Okay, ja. Und Sie unterrichten welche Klassen von bis? Von Anfang an bis Ende. 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7a, 7d, 7d, 7c, 8d, 9d und irgendeine 6. noch dazu. Think safe, bro. Yeah. Ja, bro, okay. Safer Typ. Alles klar, okay. Mann. Ich hab so ein bisschen Gefühl, Sie haben so diesen Hipster-Flair, diesen Hipster-Style? Total, ich bin Mr. Hipster, so nenne ich meine Kumpels. Mein Spitzname ist Mr. Hipster. Ja, also du brauchst nicht mehr jetzt Herr Nitsche sagen, einfach Mr. Hipster. Ist so ein geiler Rap, Mr. Hipster, Mr. Hipster. Verstehst du? Mr. Hipster. Ja, Bro, diesen Flow, der gefällt mir echt. Yeah. Ja, man okay. Nennt mich auch Flo, ist mein Spitzname sozusagen. Meine Kumpels nennen mich alle Flo. Einfach nur, hey, Flo, 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 Flo. Also klar, also nicht Flo Rider, sondern mehr so Flo Nitsche. Ja, Flo Hipster, Flo Mr. Hipster, Flo, Flo Mr. Hipster. Okay. Das ist meine Spitzname, meine Kumpels nennen mich einfach so. Flo Mr. Hipster, Flo. Okay, pass auf, das Interview ist einfach jetzt zu Ende. Okay, und warte. Wir geben kurz einen safe Gruß mit Brustklopfer und fetten Peace so okay. An die Menge, okay? Ja, wie immer halt. Ja, okay. Hey! Pescado TV, dankeschön. Für Saskia haben wir leider keine Drehgenehmigung bekommen. Dennoch haben wir da eine Sache, die wir euch nicht vorenthalten wollen, nämlich dieses eine Foto. Jo, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Kameramann.